gehen, sind sie geputzt und gut zu sehen, weil er überpünktlich ist und außerdem Schuhfetisch ist. Hast du die Schuhe schon vor der Tür? Denn es ist höchste Zeit dafür. Nicht, dass einmal er passiert und er vorbeikutschiert. Schließlich ist der Mann mit Bart schon betagter Herr. Der kommt nicht ein zweites Mal bei dem Berufsverkehr. Drum stell deine Schuhe endlich raus, sonst hier noch leer aus. Sind die Schuhe nicht raus bei drei, rauscht Nikolaus vorbei. Einen wunderschönen guten Abend! Ich freue mich. Ich habe Ihnen ein Geschenk mitgebracht und ich habe es schon ausgepackt. Peter Grabinger! Sind die Schuhe nicht raus bei drei, rauscht Nikolaus vorbei. Alle Jahre wieder immer dieses Theater. Regelmäßig gibst du hier den stiefellosen Kater. Stell deine Schuhe endlich raus, sonst fällt die Bescherung aus. Sind die Schuhe nicht raus bei drei, rauscht Nikolaus vorbei. Mir nichts, dir nichts, eins, zwei, drei ist Nikolaus vorbei. Ho, ho, ho! Ist das schön hier? Also ich fühle mich schon richtig zu Hause. Im Wohnzimmer, aus dem Wohnzimmer von Mux TV, aus Erftstadt in die Welt hinaus. Ich freue mich und Sie sehen gut aus, meine Damen und Herren. Doch, es ist ein richtiger Lichtblick in dieser düsteren Jahreszeit, wenn man frühmorgens im Finstern Autoscheiben freikratzt, Bürgersteige versalzt, schippt und kehrt. Wenn man Engel aussticht und Heizkörper aufreißt, wenn man Schiss hat vor der Heizkostenabrechnung, wenn die Kaufhausdurchsagerinnen neben ihrem üblichen 23, bitte 17, stille Nacht brüllen, wenn man Tannenbäume schlägt und Hefeteig und Kinderpopos an der Kasse und wenn wie alle Jahre wieder die Gewissensfragen lauten, Gans oder Ente, Karpfen oder Zunge, Semmel oder gar kein Kloß, Spenden oder doch lieber auf die Malediven, dann sind sie wieder da, die Dunkelkammertage. Da ist mir nach Spazierengehen durch halbgefrorene Pfützen, nach Belichtung für die Seele. Sonntagnachmittag im Park, ein Blätterteppich unter meinen Füßen, frostiger Dezembertag, dein Atem raucht, den Winter zu begrüßen, winkst den Hüten, die sich lüften zum Gruß, den man abstockt der Frau im Nerz und den Mündern, die sich treffen zum Kuss vor ihrem Baumrindenherz. Sonntagnachmittag im Park, Sonntag im Park, Sonntagnachmittag im Park. Darf ich ein bisschen zu Ihnen kommen, Herr Grabinger? Ja, immer. Sonntagnachmittag im Park, sumpfige Gräser, die im Wind erzittern, wolkenloser blauer Tag, drei Käsehochs, die Enten füttern, vier Beine jagen spielerisch querfeldein, bringen ihr Holzfundstück zurück. Ich möchte für einen Moment beschenkt sein. Komm, apportier mir mein Glück, apportier mir mein Glück. Sonntagnachmittag im Park, Sonntag im Park, immer wieder sonntags im Park. Die Sonne hangelt sich durch nacktes Geäst, Scheinwerfer für den Schwanensee. Ein Bild, das sich Postkarten schön ablichten lässt, als winterschläfriges Porträt. Du, 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 du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du.
Nachmittag im Park. Du, 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 du. Sonntag im Park. Du, 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 du. Sonntag im Park. Sonntag im Park. Oder auf der Fußgängerzone mit dem Dackel an der Leine. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, zu Hause auch an den Weltempfängern, es gibt eine zweite Chorstimme. Bei uns ist ja alles handgemacht, hier kommt nichts vom Band. Das ist unser Tonmeister, Herr Lenz. Ich weiß nicht, kann es die Kamera mal eben zeigen? Ist es möglich? Ich gehe mal dahin. Ich gehe mal aus dem Bild, aber ich bin noch da. So sieht er aus, Pitt Lenz, unser Tonmeister. Und da singt er wie ein Zeiserl. Und ich liebe das, das Spazierengehen. So, da hängen dann Eiszapfen an den Dachrinnen und es knirscht unter den Schuhen. Und da ist diese warme Manteltasche neben mir mit dem Mann dran. An der Manteltasche, in die meine Hand eintaucht. Und die Augen des Mannes sind eisblau. Und der Mann hat Humor und erzählt mir seinen Lieblingswinterwitz. Laufen zwei Eisbären durch die Wüste, sagt der eine zum anderen: Mann, 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 haben die hier gestreut. Die Welt sieht aus wie frisch aus der Schachtel. Schau doch mal raus, alles zugeschneit. Das ist ein Tag wie frisch aus der Schachtel. Lady Winter präsentiert ihr schönstes Kleid. Da tanzt das Herz und walzert fröhlich im Sechsacht. Da möchte ich am liebsten laut zum Himmel schreien. Für einen Morgen wie frisch aus der Schachtel. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Die Welt sieht aus wie grad frisch gestrichen. Doch nirgendwo hängt ein Verbotenschild. Im Schlafanzug bin ich ums Haus geschlichen. Nur mal gucken, wie sich das barfuß anfühlt. Alles wie neu, nur meine Spuren hier im Garten. Vom eben vor dem Frühstück Schneekönigin sein. Auf einen Moment wie diesen lohnt zu warten. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Lass es schneien, lass es schneien. Lass die Kirchturmspitzen weiße Riesen sein. Lass es schneien, lass es schneien. Stäub die Stadt mit Zucker ein. Der Baum sieht aus wie frisch aus der Schachtel, mit seinem breiten Puderzuckerhut. An so einem Tag wie frisch aus der Schachtel will ich nicht wissen, wer wem was zuleide tut. Die Morgenluft lässt mich das Hamsterrad vergessen. Will wie der Garten ganz in Watte gepackt sein. Heute wird die Zeit in Schneeflocken gemessen. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Lass es schneien, lass es schneien. Lass die Kirchturmspitzen weiße Riesen sein. Lass es schneien, lass es schneien. Lass den Fluss
ne Eisbahn sein. Lass es schneien. Lass den Park ein Bett mit weißen Laken sein. Und wir legen uns hinein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Lass es schneien. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe ja immer kalte Füße. Jetzt werden Sie sagen, typisch Frau. Typisch Frau. Frauen und kalte Füße. Ja? Frauen und kalte Füße sind ja eins. Ne? Das ist auch ein Dauerthema in Beziehungskisten. Ne? Wenn du das nicht hast, bist du im Grunde keine richtige Frau. Da fehlen dir die weiblichen Hormone und die Beziehungsfähigkeit. Ja? Meine Männer haben das auch. Männer und kaltes Bier sind auch eins. Nur, dass das bei denen nicht unter der Bettdecke sein muss, sondern geht sehr gut auch im Sitzen oder Stehen, vom Fernseher, Stammtisch und so weiter. Frauenfüße sind immer unter der Bettdecke zu kalt. Und weil der liebe Gott die Wärmflasche erst relativ spät erfunden hat, ist in der Geschlechterevolution ein Klimaloch entstanden, das der Männerfuß dann gefüllt hat. Und auch wenn es diese Gummiwärme inzwischen gibt, mit lustigen Überziehern, so mit Hainblöd, Tigerenten und Bärchen, gestrickt, gehäkelt und so weiter, so zieht Frau doch in jedem Fall unter der Bettdecke den Mann der Flasche vor. Ich sollte hier mal eben in meinen sieben Sachen Boden, Bad und Küche Klarschiff machen. Doch heute hat mich die Wintermüdigkeit in der Gewalt. Es ist viel zu kalt. Ich müsste auch ganz dringend alle Fenster putzen, die willigen fünf Minuten zum Wäscheaufhängen nutzen. Doch heut macht Vater Frost auch nicht vor meiner Bude Halt. Es ist viel zu kalt. Die Heizung fiel mal wieder aus, sitzt wie ein Zitter zu Haus, und draußen fällt man auch nur auf den Hintern. Ich frag mich, was für ein Lärm das ist, wenn das mein Zähneklappern ist. Gilt es im Glühweintopf zu überwintern? Das ist doch keine Jahreszeit, das ist die achte Plage. Ich bin ein Sommersprossentyp und hasse Kühlschranktage. Im nächsten Leben werd ich Igel und dann halt ich brav einen Winterschlaf. Der Herr Grabinger, der ist ja laut Farbberatung auch ein Wintertyp. War ein ganz heißer, finde ich. Herr Grabinger, Sie haben ja heute so viel Holz vor der Hütte. So ein kleines Streichholz drunter und mir wäre sofort warm. Och bitte, Herr Grabinger. Wenn jetzt auch noch der Strom ausfällt, bin ich die coolste Frau der Welt. Da staunt der Elch, der Lappe amüsiert sich. Wenn der bei minus 40 Grad ein Loch ins Eis gepickelt hat, geht er da baden und friert garantiert nicht. Du wirst mich wohl mit Wärmflaschen und vielen heißen Küssen und deinem warmen Händedruck wieder beleben müssen. Wann kommst du zum Enteisen aus dem Winterwunderwald? Mir ist viel zu kalt. Mir ist viel zu kalt, aber sowas von viel zu kalt, mir ist sowas von kalt. Bis in die Fußspitzen, mir ist kalt, sowas von scheiße kalt. Mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist viel zu kalt.
Das war schon so, als ich ein Kind war. Meine Großmutter, die hat immer zu mir gesagt, du bist eine Frostmutter. Was sagen Sie das auch hier, Frostmutter? Beule, Frostbeule. Ja, ist ein bisschen unappetitlich, oder? Okay, ich bin eine Frostbeule. Bei mir ist das so, wenn der Winter vor der Tür steht, da brächte ich da sehr gerne ein Schild an, wie man das früher immer gesehen hat, im Einzelhandel, mit den Lebensmittelgeschäften, mit diesem kleinen Schild und dem Hund drauf und den Worten, ich muss draußen bleiben. Ja, weil wenn der Winter erstmal in der Tür steht, da kriegst du ihn so schnell nicht mehr raus. Genauso wenig wie die Schneeflecken aus den nägelnagelneuen Wildlederschuhen. Wenn der Winter in der Tür steht, da brauchst du Imprägnierspray. Und zwar außen wie innen. Labello und Grog. Ja. Es gibt allerdings auch Wintertage, da würde man nicht mal besagten Hund vor die Tür jagen. Den Mann schon, zum Brötchen holen. Allerdings ist es niemandem zuzumuten, durch diese widerlich graue Matsche alias Schnee warten zu müssen für ein paar überteuerte Backwaren, die ebenfalls mal tiefgefroren waren und jetzt so tun, als kämen sie frisch aus dem Ofen. Wenn der Winter in der Tür steht, da ist doch auch überall dieser optische Presswurstalarm, ne? Wo du hinguckst, dicke Daunen. Das ist eben nicht wie im Fernsehen, im zweiten, mit dem man angeblich besser sieht, ja, wo die Seriendarsteller immer gärtenschlank in dicksten Daunen durchs Bild huschen. Ja? Da gibt's auch kein Schmuddelwetter. Nee, da ruft der Berg und der Himmel ist immer blau und der Schnee, auf dem der Hintersee hängt, sie lässt sich ins Tal und der Wedel tut, ist immer weiß, so weiß wie seine vollmundigen Implantate. Wenn im richtigen Leben der Winter in der Tür steht, ist meist keine Kamera dabei und auch kein Schlagersänger. Kein Stern, der meinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt, da scheiß ich drauf heute Nacht. Ist doch wahr. Da bricht man sich die Gräten auf Bürgersteigen und Pisten und verbringt die Festtage eingegipst bis unter das Kinn. Da ist die Autobahn wegen Blitzeis, Massenkarambolage gesperrt und der Hausverwalter hat vergessen, Heizöl zu bestellen. Und dann geht auch immer das Salz aus. Und wir streunen durchs Winterstreu bis zum Hals gestiefelte Kater. Ich sag Ihnen was, die glitzernde Winterwunderwelt ist in Wahrheit ein einziges, nie gereinigtes Katzenklo. Und es riecht auch so. Auch später noch an schmutzigen Donnerstagen. Deshalb mache ich das so. Wenn der Winter vor der Tür steht, schließe ich zweimal ab und denke, stell dir vor, es ist Winter und keiner geht hin. Weißt du noch, wie der Winter roch, wie meine schneeballkalte Hand in deinen Kragen kroch? Weißt du noch, der zugefrorene See und die Schlitterpartie und dann mehr rum als Tee? Weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch, wie kurz die Tage waren. Du konntest dennoch stets mit meinem Herzen Schlitten fahren. Weißt du noch, wie dünn das Eis da war? Doch ich hab so getan, als trügst das ganze Jahr. Weißt du noch, ich weiß es noch. Jedes Jahr Zeit, wenn das Eis gesalzen ist, kommst du in mein Herz geschneit, auch wenn du Schnee von gestern bist. Um die Skibrillen glühte wie geschminkt der Sonnenbrand. Weißt du noch, dass Weihnachtslieder singen und dein aus Kaugummi Papier geformter Ring? Weißt du noch, weißt du noch, oh, weißt du noch, der Schnee lag meterhoch,
genügend Holz da für den Ofen und wir froren doch. Weißt du noch, wie laut das Schweigen war, wie schief die Lage und wie hoch die Rutschgefahr? Oh, weißt du noch? Ich weiß es noch. Jedes Jahr um die Zeit, wenn das Eis gesalzen ist, kommst du in mein Herz geschneit, auch wenn du Schnee von gestern bist. Jedes Jahr, immer wenn das Eis gesalzen ist, dann kommst du in mein Herz geschneit, auch wenn du Schnee von gestern bist. Auch wenn du Schnee von gestern bist. Leute geben, die gar nicht wissen, wo Erftstadt liegt. Die denken womöglich, das ist am Arsch der Welt, aber das ist nicht so. Erftstadt ist der Nabel der Welt, denn da sitzt Mucks TV. Wir haben 5 Millionen Follower und ich gehöre jetzt auch dazu. Mehr weh ist längst gestriger Schnee. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Alles gestriger Schnee. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Ist längst gestriger Schnee. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Alles gestriger Schnee. Gestriger Schnee. Ich muss schon sagen, früher war alles anders. Ne? Früher war mehr Lametta. Und der Christbaumschmuck fetter. Wir hatten Bowlingkugeln am Tannenbaum. Und Lametta-Lianen, die reichten vom zweiten Stock bis in den Keller. Früher war alles anders. Da haben mir verliebte Jungs meinen Namen in den Schnee gepieselt. Oh, mit Nachnamen? Ja.
mit kompletter Adresse, Herr Grabinger. Das waren noch Zeiten, früher war alles anders. Da gab es auch zum Beispiel Ende August, also im September, so im Ende Sommer, so, da gab es doch noch keine Lebkuchenherzen im Supermarkt. Stimmt's? Kein Lebkuchenherzen, kein Spekulatius und nicht eine einzige Marzipankartoffel. Im September stehen alle Ohren auf Dezember und die Läden voll Lebkuchenständer, als ob Nikolaus morgen wäre. Warum auch immer das bei Grillwetter sein muss, kein Schimmer. Kaum hast du einen Osterhasen vom Zimmer, schon weht es Glühweinfahnen her. September stapeln sich hier die Weihnachtskalender. An der Kasse, da kaufen die Kinder ungehemmt schon ihr Sparschwein leer. Hinter den Türchen lauern überall Schokofigürchen. All die Geld aus der Tasche zieht Tierchen, stellt die Marzipanmafia her. Song of My Life soll man ja seine Lieblingslieder, und ich habe das ausgewählt, eines von den Lieblingsliedern, weil das ist so ein Stück, da hatte Herr Grabinger Earth, Wind and Fire unterm Arsch. Da habe ich gedacht, das muss ins Programm. Und das Schöne ist ja auch, da singt der Herr Lenz auch wieder Chor, und zwar in schwindelnden Höhen. Ne? Und man fragt sich, wie macht der Mann das? Ne? Ich konnte das heute sehr gut beobachten. Da hat er den Hemdknoten, da, das, den Knopf aufgemacht, dann den Krawattenknoten gelöst und dann auf in schwindelnde Höhen. Wie machen Sie das eigentlich, Herr Lenz? Ach, das ist alles Atemtechnik. Ich finde das herrlich. Sowas gab es ja auch früher nicht, ne? Dass du einen Tonmeister hast, der auch noch singt, ne? Dann noch hier in schwindelnden Höhen. Ich fand das toll, ne? Also, ja, und man muss sagen, früher war alles anders, ne? Früher hieß Twix noch Reider. Mhm, ja. Da war die Kirche noch im Dorf. Da war im Sommer Sommer und im Winter Schnee. Und kein Bauer suchte eine Frau auf RTL. Und wenn einer kochte, dann vor Wut und nicht gegen Steffen Hensler. Ja, früher war alles anders. Es gibt eigentlich drei Dinge, die sind so geblieben. Das muss man sagen. Das sind die drei Säulen des Weihnachtsfestes. Essen, Essen, Essen. Ich kann nicht kochen, doch alles kocht. Es wird gelichtert, gelafert, als wär's ein Trendsport. Ich will nicht dämpfen oder blanchieren. Und schon gar nicht ohne meinen Anwalt promedinieren. Ich will nicht schwitzen in Kocharen. Dafür fehlt mir das Telegen. Ich tauge nicht fürs am Herd stehen. Doch ich kann prima essen gehen. Ich will nicht wissen, wie man Gams stopft oder wie man Wiener Schnitzel in die Pfanne klopft. Mich hat bei Tisch noch nie gestört.
dass der Sauerbraten vor mir zu einem Pferd gehört. Ich finde Lämmer richtig niedlich, doch vor allem appetitlich. Ich könnte Hühnern nie den Hals umdrehen, aber Biber essen gehen. Ein Hoch auf alles, was mir gut schmeckt. Ich geb den Löffel ungern ab. Für mich ist das Dinner perfekt, wenn ich ne Dose und nen Öffner hab. Ich will nicht kochen, wenn jeder kocht und auf Rezepte von Bocuse und Konsorten pocht. Für mich muss eine Creme nicht brüllen und warum unschuldige Paprika die Haut abziehen. Ich liebe Zwiebeln mit Tartar, aber nicht molekular. Dann möchte ich Currywurst im Stehen. Das heißt prima essen gehen. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Brat mir ein Spiegelei. La 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 la, la 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 la. Eins oder zwei. La 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 la, ja la la la. Ai, 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 ai. Es wird geschubelt und gemelzert. Geratgeber auf DVDs. Dort, wo's Brötchen für die Welt hat. Sogar die Katzen wie Gummis. Kocht euer Süppchen, wie's euch gefällt. Von mir aus wandert stundenlang über das Serranfeld. Ich hab die Mittel, doch keinen Backtrieb. Ich bin zwar quirlig, aber kein Schaumschlägertyp. Ich lass mich in die Fresspedi wählen und per Gesetz verbieten, Kalorien zu zählen. Sternenküche gut und schön. Doch ist mehr Teller als Proviant zu sehen, kann das ein Futterfasser nicht verstehen. Ich will was essen, paar Essen gehen. Prima essen gehen. Bon Appetit. Ich merke, Sie verstehen mich, ja. Also wenn man gerne isst, ja, dann versteht man das, ja. Und ich muss Ihnen sagen, also ich bin wirklich ein Daueresser. Also wenn, ich habe jetzt neulich wieder gelesen, dass Essen ja der Sex des Alters ist. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe so 6 bis 8 Mal Sex am Tag. Das ist so, ja. Und es war in der Corona-Zeit natürlich noch viel schlimmer, weil wir hatten keine Konzerte, ne? Totaler Lockdown. Da habe ich praktisch nur gesessen und gegessen. Und dann sind bestimmte Dinge nicht ausgeblieben. Also ich bin sozusagen über mich selbst hinausgewachsen in der Zeit. Ja. Da ist über der Nacht ist da der Airbag aufgegangen, auch am Kotflügel. Ich meine, jetzt heute geht's, ich trage Miederware. Aber Sie hätten mich mal im Dezember sehen, so letztes Jahr, ne? Da komme ich morgens in mein Bad und erblicke im Spiegel eine Dattel im Speckmantel. Und ich dachte, so kann es nicht weitergehen. Weil wenn es so weitergehen würde, würde ich eines Morgens unter der Dusche stehen und feststellen, die Füße werden nicht mehr nass. Ich griff also zum Äußersten und mixte mir einen Cocktail des Grauens, bestehend aus einem 1/2 Liter lauwarmem Wasser und 2 gut gehäuften Esslöffeln Glaubersalz. Bin ich bloß auf die blöde Idee gekommen. Meine Fantasie ist so weit rausgeschwommen. Mag sein, dass das gesund ist und vielleicht liegt das im Trend. Doch ich werd nie mehr fasten im Advent. Wer hatte denn nur die bescheuerte Idee? Aller Orten Plätzchen hier nur Fastentee. So grün, das zu befürchten steht, das mir zu guter Letzt ein Teebaum aus dem Hungermäulchen wächst. Ich glaub, das sollte ein Zeichen sein gegen diesen Wohlstandsspeck und all die Weihnachtsvöllereien. Doch tät es da nicht auch ein Spendenscheck? Wie bin ich bloß auf diese Schnapsidee gekommen? Hab mich für die Bikini-Zone übernommen. Mein Geist war willig, doch mein Fleisch.
Fleisch anscheinend schwach wie nie. Ein Himmelreich für ein Dreigangmenü. Ach, Herr Grabinger, ja? Können Sie mal so ein fettes Solo spielen? Das sicher. Ich hab Bock drauf. Gegen diesen Wohlstandsspeck und all die Weihnachtsvöllereien. Doch tät es da nicht auch ein Spendenscheck? Schneeballschlachten und Spazierengehen fallen aus. Es weht Gänsebratenduft aus jedem Haus. Was machst du, wenn dein innerer Schweinehund dann Amok rennt? Der würde nie fasten im Advent. Wenn ich jetzt bilanziere und meine Schlüsse ziehe, dann ist die Erkenntnis die. Weihnachten ist denkbar auch mal ohne Familie, aber niemals ohne eine Kalorie. Wie bin ich bloß auf die blöde Idee gekommen? Hätte lieber einen Semmelknödel. Mag sein, dass mich ein dickes Ende vom Topmodel trennt. Doch ich werd nie mehr fasten. Ich werd nie mehr fasten. Ich werd nie mehr fasten. Schon gar nicht im Advent. So, meine Damen und Herren, es ist ja jetzt dann demnächst, ist ja schon der Heilige Abend, der rückt näher. Deshalb möchte ich wissen, haben Sie schon alle Geschenke? Schweigen? Ja, nein, vielleicht? Ja? Also ich weiß, okay, die Menschheit, die teilt sich ja, ne, in zwei Lager. Das eine sind die, die haben schon zu Ostern alle Geschenke. Ne? Meine Großmutter gehörte zu dieser Spezies. Die hatte schon im Mai alle Weihnachtsgeschenke. Die hat die dann in ihrer kleinen Wohnung versteckt und oft erst Jahre später wiedergefunden. Und da haben dann Pralinen ihrem Namen alle Ehre gemacht. Asbach uralt. Ja. Und es gibt dann die anderen, das sind die auf den letzten Drücker Losrenner und dann denken, ach du liebe Zeit, ich hab nichts, die sich dann in den Heizungskeller stürzen und Laubsägearbeiten verrichten oder aus Klorollen Skulpturen basteln oder so. Und es gibt aber auch so einen neuen Trend von Paaren, die sagen, weißt du Schatz, also dieser schreckliche Konsumzwang jedes Jahr, weißt du was, wir schenken uns dieses Jahr nichts. Ne? Die Frauen sagen, das ist klar, wir schenken uns dieses Jahr nichts. Jetzt ist es so, für einen Mann bedeutet nichts, nichts. Für eine Frau, eine Kleinigkeit. So, und da stehst du ziemlich dumm da als Mann am heiligen Morgen. Aber, meine Herren, es gibt einen Ort auf Gottes schöner Erde, da wird Ihnen geholfen. Weil sie naht, die Nacht der Nächte, wär es vorteilhaft, man dächte, so ab Mitte, Ende Mai, an die Weihnachtsschopperei. Man neigt hin, Geschenke fragen, gern dazu, sie zu vertagen. Dann stehst du da am stillen Abend, nicht ein kleines Päckchen haben. Für'n Juwelier schon zu spät oder fürs Ordern im Internet. Alle Läden längstens dicht, nur eine Goldgrube nicht. Die, die, die Bahnhofsdrogerie, es lebe die, die, die Bahnhofsdrogerie. Bist du kein Do-it-yourselfer, dann ist sie dein Freund und Helfer, die. Pralinen, Socken, Hundefutter, Duschgel für die Schwiegermutter, Schaumwein, Kerzen, Frottee, Ware, alles
es für und gegen Haare? Soll es was mit Schleifchen sein? Patzt die Azubine ein? Wer sagt denn, dass es schlecht ausgeht, wenn einer nur Bahnhof versteht? Die, die, die Bahnhofsdrogerie. Ein Hoch auf die, die, die Bahnhofsdrogerie. Bist du ein 5 vor 12er, dann ist sie dein Freund und Helfer. Die, die, die Bahnhofsdrogerie. Hast du zum Gutschein drucken kein Papier? Fürs Plätzchen backen wollen kein Ei mehr? Kriegst du Geschenke am, auf allen vier? Kommst du sicher unter den Rettungsschirm? Denn Gott schuf die, die, die Bahnhofsdrogerie. Es lebe die, die, die Bahnhofsdrogerie. Sie kann dein Weihnachtsblättchen wenden. Du kommst nie mit leeren Händen, denn da ist die. Also ich persönlich, ich zähle jetzt die Tage. Ich freue mich schon so drauf, wenn wir wieder singen. Morgen kommt die Weihnachtsfrau. Ja was? Sie glauben doch nicht etwa noch an den Weihnachtsmann? Doch, Sie tun es. Ich sehe es Ihnen an der Nasenspitze an. Sie glauben an die vier Phasen im Leben eines Mannes. Erste Phase, du glaubst an den Weihnachtsmann. Zweite Phase, du glaubst nicht mehr an den Weihnachtsmann. Dritte Phase, du bist der Weihnachtsmann. Vierte Phase, du siehst aus wie er. Aber wir wissen doch, meine Damen und Herren, hinter jedem großen Mann steht immer eine starke Frau. Warum soll das jetzt beim Weihnachtsmann anders sein? Ich meine, der ist beliebt und bekannt im Außendienst. Aber haben Sie schon mal einen Mann gesehen, der mit Hingabe Päckchen packt und Schleifchen bindet? Jetzt mal schwule Weihnachtsmänner ausgenommen. Der Mann an sich, der ist doch in Sachen Geschenke, ich will jetzt nicht sagen behindert, aber da ist er eben eher einseitig begabt. Und deshalb macht das alles die Weihnachtsfrau. Ja? Die Weihnachtsfrau, die stürzt sich mit der Kreditkarte bewaffnet in die Shopping-Malls, in die Einkaufszentren, zu Galeria Kaufhof. Und da siehst du ja eine Gattung Mann. Wer das einmal gesehen hat, der weiß, kein Männlein steht im Walde, sondern sitzt auf einem Hocker vor der angestaubten Umzugsgarderobengardine und wartet, wie all die anderen Shopping-Queen-Begleiter. Da sitzen sie, Plastiktüte um Plastiktüte zu ihren Füßen, Muttis Handtasche zwischen die Knie geklemmt. Da sitzen sie, die erbarmungswürdigen Mitgeschleppten mit Sternzeichen Packesel. Und von diesem Phänomen möchten wir jetzt auch musikalisch berichten. Dazu wird sich unser Tonmeister, Herr Pittlenz, auf diese Bühne begeben. Da werden Sie auch mal sehen, wie der Mann aussieht, bei Licht betrachtet. Der Lenz ist da, meine Damen und Herren. Was du siehst, ist, was du kriegst. Er ist fast wie neu, wenn auch nicht mehr ganz so knitterfrei. Er ist nicht kompliziert, oft und gerne unrasiert. Auch kein Muskelmann, aber sonst ist alles drum und dran. Doch suchst du beim Schnäppchenjagen einen zum Päckchen tragen, klopfst du besser nicht bei ihm. Unter gepackten Männern, Verkaufhauskabinen, als Tütenhüter, wirst du ihn nie sehen. Suchst du gepackte Männer, die da Däumchen drehen, dann Süße, nimm ein von denen.
hattest du nur edle Schuh. An seinen Füßen sehen, kriegt der Stress im Paarbetriebssystem. Suchst du einen Mann, den man ausstaffieren kann, weil du's gerne hast, wenn er gut zu deinen Tapeten passt. Ja. Ja, nimm einen aus dem Lager, der Ja und Amen sage, aber mach nicht halt bei ihm. Unter gepackten Männern, Verkauf aus Kabinen, das Tütenhüter, wer soll ihn nie sehen? Suchst du gepackte Männer mit Kuschfaktor 10, dann Süße, nimm ein von denen. Schön, du, die packen ganz locker. Bist du durch, bist tot auf dem Hocker. Du, nimm mal von denen. Du, die zahlen auch den. Shishi, die gehen bis zum Schluss. Im Schlussverkauf bei Fuß. Unter gepackten Männern, Verkauf aus Kabinen, aus Tütenhüter. Wer so in die sehen? Suchst du gepackte Männer zum Schaulaufen gehen, dann Süße, nimm mal von denen. Schau mal an. Ich fürchte, das wird nix mit euch, du brauchst einen gut dressierten Mann. Schau mal. Ich denk, der Trend geht ganz gezielt zum gepackten Mann. Pitt Lenz! Und Peter Grabinger! Den Herrn Lenz, den habe ich jetzt schon ungefähr 15 Jahre am Tonmischpult geparkt. Ja, man will es ja auch ein bisschen nett haben am Arbeitsplatz. Ja, andere haben Zimmerpflanzen. Ja, und aber apropos Parken, du kannst ja Parkplätze beim Universum bestellen. Ich habe das jetzt gelesen und auch sofort ausprobiert. Du musst nur ganz präzise sagen, wo. Also jetzt hier in der Dingensstraße rechts, ne, vom Schuhgeschäft. Und da musst du da ganz intensiv hinspüren. Und dann Parkplatz. Es funktioniert wirklich. Jetzt habe ich gedacht, wenn das also mit Autos geht, geht das auch mit Männern? Dass ich mir einen Mann beim Universum bestellen könnte. Ich meine, okay, ich weiß, in meinem Alter kriegt man sie immer nur noch aus zweiter Hand. Da sind die an den Ecken und Enden immer schon so ein bisschen abgeliebt, aber meistens noch sehr gut erhalten. Herr Grabinger, Sie sind doch in festen Händen. Herr Grabinger ist seit 41 Jahren verheiratet. Ja, das ist wirklich so. Sie sind fest in erster Hand. Sie sind quasi ein Garagenwagen. Oh. Aber total eingefahren, immer noch abgefahren mit 6 Zylindern und Knüppelschaltung. Ich finde das sehr verlockend, Herr Grabinger, aber Sie wissen, die Abwrackprämie kommt. Insofern, und für mich bleibt im Grunde nur noch backen. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch backe ich mir einen Knilch in der Weihnachtsbäckerei. Wissen Sie, so nach dem Motto, könnt ich mir einen Mann backe? Ich bug ihm ein Pfund Schalk in Nacke. Herz und Hirn, Rückgrat nach Maß und für die Optik auch noch was. Ich steh dem schöne Auge mache, aus
aus Liebesperle wer sei lache, müsst ich ihn knetend hart anfasse, den ich ihn nachher Ruhe lasse. Den Weinliebhaber gern erzähle, in Mandelhelfe Kartoffelschäler, den Gutzuhörer Zeitvertreiber, den lange Liebesbriefe Schreiber, mit weite Spendierhose an, zu schad, dass ich nicht backe kann. Ich bin schon viel zu lange ungeküsst. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist, ob man das irgendwie verlangt. Erinnere mich nur sehr entfernt. Ich hab gehört, das sei wie Fahrradfahren. Da ist es immer, wer kann, der kann. Ein schöner Kuss wär mir genehm. Doch woher nehmen, wenn nicht stehen? Die meisten Männer sind vom Markt auf Venus oder Mars geparkt. Der fromme Mann hätt nix dagegen, doch darf er nicht von Amtes wegen. Ich möchte wieder wissen, wie das ist, wenn mir einer weiche Knie küsst. Und wenn es sein soll, jetzt und hier, dann glaub ich an den Weihnachtsmann. In dir. Mein letzter Kuss ist sowas von verjährt. Bei meiner Freundin ist das umgekehrt. Sie hat sehr oft einen Mann im Haus und aktuell den Nikolaus. Ich hänge überall Misteln auf, den Hass der Putze nehme ich in Kauf. Es grünt so grün, es ist so weit. Jetzt fehlt mir nur noch Mr. Right. Hätte ich nen Wunsch bei Christkind frei, dann wär's ein Kuss-Weekend für zwei. Ich bin auch äußerst brav gewesen, saß selten auf meinem Hexenbesen. Ich möchte wieder wissen, wie das ist, wenn mir einer weiche Knie küsst. Und wenn es sein soll, jetzt und hier, dann glaub ich an den Weihnachtsmann. In die wie das ist, wenn mir einer weiche Knie küsst. Und wenn es sein soll, jetzt und hier, dann glaub ich an den Weihnachtsmann. Dann glaub ich an den Weihnachtsmann. Dann glaub ich an den Weihnachtsmann. In die Also ich weiß noch nicht, wie ich rankomme an den Mann. Ne? Ich habe mir das mal auf meinen Weihnachtswunschzettel habe ich's geschrieben. Ja? Aber es gibt so ein paar Dinge, die sind klar. Also zum Beispiel Gänsebraten. Das ist sicher. Also wenn schon kein Mann, dann wenigstens eine Gans. Ja, finde ich so. Und ich habe also mit dem Gänseessen habe ich wirklich sehr emotional Kindheitserinnerungen. Ja? Zum Beispiel erinnere ich mich, als wir drei Kinder klein waren und mein Vater so Ende der 1970er Jahre im Schützenverein Schützenkönig wurde. Das war in Rimbach im Odenwald. Ja. Und dann hat er sich einmal, es war der erste Preis, eine lebende Gans erschossen. Ja, und die saß dann bei uns zu Hause in der Badewanne und sollte verspeist werden. Jetzt war das Problem, dass mein Vater, der Schützenkönig, dem Vieh den Hals nicht umdrehen konnte.
Meine Großmutter, die hätte das getan. Die hat ja im Krieg schon Hühner geschlachtet, die dann kopflos davonflogen. Aber eine Gänsemörderin als Oma wäre für den Kinderseelenfrieden nicht so der Bringer gewesen. Also hat ein benachbarter Bauer die Gans dann um die Ecke gebracht und meine Mutter tischte sie auf. Wir Kinder haben natürlich keinen Bissen davon gegessen, stattdessen Mama und Papa angeschmollt. Aber es sind elementare Fragen seit damals geblieben. Zum Beispiel, gibt es eigentlich einen Gänsehimmel? Und wenn ja, liegt er in Polen und ist Weihnachten wegen Überfüllung geschlossen? Das sind ja Fragen. Aber ich meine, so einen schönen Gänsebraten? Ja, es ist schon schön. Und wenn Sie, ich habe den mal einmal bei Ihnen gegessen, da haben Sie dann zum Schluss noch... Mit heißer Butter und Paprikapulver, edelsüß. Ja. Schön überpinselt und dann unter den Grill. Oh. Dann wird die so kross, ja. Aber wobei, es ist ja immer die Frage, Brust oder Keule? Brust. Brust? Brust wird doch gerne mal sehr trocken, oder? Die Brust meiner Frau nicht. Die können Sie gerne mal probieren. Ich gebe Ihnen gerne mal das Rezept. Das finde ich sehr interessant, Herr Grabinger, weil es ist jetzt so, ne? Ich habe ja jetzt dann doch, da ist der Mann, den ich gerne einladen würde. Das heißt, ich habe ihn eingeladen, diesen Bekannten. Ne? Und dann habe ich dem gesagt, oh, es gibt Gänsebraten, ich habe die Gans auch schon bestellt. Da sagt er zu mir gestern, ich bin Veganer. Oh. Was mache ich, Herr Grabinger? Sie hauen das Ding in den Bräter? Mhm. Schieben es in den Backofen und sagen einfach, es ist eine Tofu-Gans. Die kannst du essen. Das ist eine Tofu-Gans, die kannst du essen. Die ist 100% naturidentisch. Die hat den ersten Preis gekriegt in Hessen. Beim Sojatierverband gewinnt die ständig. Das ist eine Tofu-Gans, die musst du kosten. Da hab ich gut ein Dutzend von gekauft. Das war im Biomarkt ein Sonderposten. Die wurden vor dem Einfrieren namentlich getauft. Gans geht ja gar nicht, hast du dich beklagt? Doch es heißt Gans ohne gar nicht, habe ich gesagt. Eine Tofu-Gans, du kannst dich freuen, weil dein veganer Herz gleich höher hüpft. Da wirst du keinen Bissen von bereuen. Die ist aus Tofu-Würstchen handgeknüpft. Das ist eine Tofu-Gans aus Freilandsprossen, gut für den Gänseschmalz-Allergiker. Die hat kein Fuchs gestohlen, keiner erschossen. Da weint doch kein polnischer Metzger hinterher. Gans geht ja gar nicht. Hast du dich beklagt? Doch es heißt ganz ohne gar nichts, habe ich gesagt. Das ist eine Tofu-Gans, die festen Brüste, die sind aus Sojamilch in Form gepresst. Wenn das nur deine alte Mutter wüsste, laut Mondkalender muss die sein zum Fest. Ich hab ne Tofu-Gans für dich im Bräter. Ach bitte setz dich, ich deck schon mal ein. Das Kalbsragout ess ich dann eben später. Ich will mit dir im Tofu-Gänse-Himmel sein. Bei Werners im Odenwald gibt es die Gans seit Jahr und Tag immer klassisch mit Kartoffelknödeln halb und halb. Weiß nicht, ob Sie es auch so machen. Es ist immer Kartoffelknödel. Es gibt ja, der Trend geht auch zum Semmelkloß, aber bei uns ist es halb und halb. Und mit Rotkraut, selbstverständlich. Wobei ich sagen muss, dass ich das Rotkraut am liebsten mag, so am 5., 6. Weihnachtsfeiertag. Wenn es so richtig schön vermatscht und verkocht ist. Da mag ich es am liebsten. Und es gab es immer nach dem Rezept meiner Großmutter aus Dresden, die es gemacht hat mit Lorbeerblatt, mit Nelken und immer eine kleine Prise Zimt. Nur eine Prise Zimt auf dem Cappuccino-Schaum und im Taxi ein Baumel, da duftet Tannenbaum. Schon legt mein Kopfkino los und ich frag mich, was mach ich hier bloß?
mit tiefgefrorenen Füßen viel zu wenig gepennt. Aus dem Bahnhofskiosk quäkt das Winter Wonderland. Ich wollt wie ein Zugvogel fliehen, mich dem Lametta entziehen. Und jetzt sehn ich mich nach Haus, bin doch nicht aus dem Gröbsten raus. Jetzt will ich Stadt weit weg, ein Küchenstuhl und ein Gedeck. Da sitzt du am Klavier, in Bergen von Geschenkpapier. Die Erinnerungszündschnur glimmt und schuld ist nur diese kleine Prise Zimt. Nur die Prise Zimt in meinem pappigen Kaffee macht, dass ich dich mit dem Keksbackblech seh. Und ich weiß, es riecht wie gewohnt nach der Schokoladenseite vom Mond. Die DDR-Strohsterne sind in Gefahr. Der Baum ist nicht elektrisch, sondern leicht entflammbar. Wir sind, seit ich denken kann, zwei, die leicht Feuer fangen. Und jetzt sehn ich mich nach Haus, bin doch nicht aus dem Gröbsten. Jetzt will ich statt mehr Blick ein Sofakissen mit Knick. Da sitzt du neben mir und faltest das Geschenkpapier. Die Erinnerungszündschnur glimmt wegen einer kleinen Prise Zimt. Erinnerungszündschnur glimmt wegen einer kleinen Prise Zimt. Ich nehm die letzte Bahn für ein Stückchen von deinem Marzipan. Das machst du ganz bestimmt wie immer mit einer kleinen. Eine kleine Prise Zimt. Eine Prise Zimt. Vielen Dank. Ich habe ja all diese eiskalten Lieder bei 36 Grad im Schatten auf Mallorca geschrieben. Hatte so ein Spaghetti-Trägerkleidchen an, die Gitarre im Anschlag und den Computer vor mir. Ich blickte auf das blaue, glitzernde Meer und schrieb, lass es schneien. Ja. Und nebenan im Apartment waren Deutsche und die haben gesagt, komm doch runter an den Pool für einen kleinen Sundowner, Aperol, Spritzchen und so. Ich habe gesagt, ich kann nicht, ich muss Schnee schippen. Ja. Und so ist es dann passiert, schon ein paar Jahre her jetzt, dass ich angefangen habe, neue Weihnachtslieder zu schreiben. Schuld ist meine Freundin Susanne, die es nicht mehr ertragen konnte, dass ich immer gemeckert habe, was um die Weihnachtszeit immer aus den Lautsprechern quillt. Ja. Und dann hat sie gesagt, mach's doch besser. Also habe ich versucht, diese Herausforderung anzunehmen. Und für mich ist das total schön, dass ich diese Songs geschrieben habe. Und dann sind sie auf einer Platte gelandet und jetzt singe ich sie für sie und sie finden das auch noch schön. Vielen Dank. Dankeschön. So, und dieses Format auf MUX TV heißt ja Song of My Life. Und ich habe mir gedacht, es könnte auch mal ein Lied dabei sein, was man hasst wie die Pest. Ja, also nicht nur diese Lieblingslieder, sondern jetzt kommt ein Lied für mich,
wo ich gedacht habe, das ist nicht auszuhalten, ne? Weil es alle Jahre wieder aus den Boxen quillt. Und ich habe sozusagen einen Overload. Es ist Last Christmas. Nee, das ist so ein schönes Lied. Wie schönes Lied? Nee. Herr Grabinger, die Dosis macht das Gift. Wissen Sie was? Und das ist auch immer so ewig gestrig, wenn es wenigstens mal in einem moderneren Arrangement so daher käme. Aber das ist halt wie Hossa. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Aber sicher. Sie meinen, dass ich jetzt live auf Mux TV ja, Last Christmas als Polka. Das wollen die Menschen überhaupt gar nicht hören. Da sind die gar nicht interessiert. Also gut, Sie haben es so gewollt. Da muss ich mich natürlich irgendwie mental ein bisschen erst drauf einstimmen. Sagen wir mal so, ich wäre eingeladen bei Florian Silbereisen. Ja, Maite Kelly hat abgesagt. Einer muss es tun. Ich tue es. Ich werde mich in einen Dirndl werfen. Hätte die Äpfel ins Fenster gelegt. Und dann ging's los. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I gave it. Übrigens, Herr Grabinger, aber wenn wir doch beim Herrn Silbereisen sehen, müsste es nicht ein bisschen zünftiger sein? Ich habe doch das Dirndl an und alles. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I gave it to someone special. Und jetzt alle! La 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 la. I gave it to someone special. All the rigor. Ja, ich meine aber, Herr Grabinger, dass der Applaus etwas zögerlich gekommen ist. Ja, es müsste vielleicht doch ein bisschen moderner sein. Das ist mal. Okay. Check it out, yeah. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. To say
Vielen Dank. Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihnen nach einer Zugabe ist? Das finde ich sehr schön. Ja, ich habe es nicht so richtig verstanden. Ja, ach so, klar. Ah, ist das schön. Erstmal möchte ich Danke sagen für diesen bezaubernden Abend. Ich hätte eigentlich viel lieber da gesessen, wo Sie sitzen. Aber das ist eben so, Frauen in Stehberufen. Aber es war für mich bezaubernd. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich möchte auch herzlich Danke sagen bei meinem Team. Allen voran bei unserem Tonmeister, Herrn Pitlenz. Herr Lenz, vielen Dank. Kommen Sie doch ein bisschen zu uns. Vielen Dank auch an unseren Lichtdesigner, der steht da hinten irgendwo, Peter Mohr aus der Schweiz. Vielen Dank. Danke auch an alle guten Geister hier von Mux TV. Ich habe heute ein sowas von geiles Chili con Carne gegessen. Ich bin sozusagen auf die Bühne geschwebt, meine Damen und Herren. Vielen Dank an Doreen und Martin Ernst. Ja. Und ich möchte auch Danke sagen an einen Mann, dessen Frau ihn mir nun seit über 23 Jahren zur Verfügung stellt. Sie weiß, sie bekommt ihn immer relativ abgerockt nach den Tourneen. Dann bekomme ich den wieder. Da ist er gereinigt, rasiert, gekämmt, geimpft, geboostert, entwurmt. Ich freue mich sehr. Der Vorteil ist, ich muss ihn selber nicht zu Hause auf dem Sofa haben. Er ist eine Leihgabe, meine Damen und Herren, Peter Grabinger. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zum zweiten Song of My Life. Diesmal wirklich ein Lied, das mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein Klassiker von Bert Kempfert. Kennen Sie noch den ollen Bert? Der Bert, der hat ja Welthits geschrieben. Blue Spanish Eyes. Ne? Und auf jeden Fall auch dieses L-O-V-E, das Liebeslied, also in dem er die Liebe buchstabiert hat. Und vor ein paar Jahren hatte ich das Glück, mit dem WDR-Rundfunkorchester eine Bert Kempfert-Produktion zu machen. Ich weiß, Tom Gebel war noch mit dabei und ich. Wir haben also im Sendesaal gesungen und da habe ich eben die Tochter von Bert Kempfert kennengelernt, die Doris Kempfert. Und da habe ich die gefragt, ob ich dann vielleicht mal einen deutschen Text auf einen Welthit machen dürfte. Und sie hat ja gesagt. Und das ist er jetzt, meine Damen und Herren. Er beschreibt sozusagen das, was Sie berücksichtigen müssen für das Weihnachtsfest. Wenn Sie sich daran halten, dann geht nichts schief. Es muss das Fest der Liebe sein. B, du musst brandschutzversichert sein. C, es muss mit Baum sein. Päckchen, Berg und Glühwein. Und dann im neuen Jahr muss alles umzutauschen sein. Denn das ist unser Weihnachten. ABC mit Blockflötentönen und Kunstschnee. Es muss Kerzen geben und dazu ein Gänseleben streng nach Weihnachts-ABC. Weihnachtsgedichtpflicht sein. C, du schläfst wie immer in deinem alten Kinderzimmer und dann fängt irgendwann die Heiligabendruhe an, denn das ist unser Weihnachts-ABC mit Christstollen und Sissi-Trilogie.
Es wird Flecken machen, Tränen geben, Schnaps und Lachen streng nach Weihnachts-ABC. Und dann gibt es keinen Plan B. Nee, 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 denn das ist das Weihnachts-ABC. Du, du, du. Wunderkerzen.
Herzen an. Gar nicht, ob wir noch Livestream-Zeit haben, ob wir noch drauf sind oder nicht, aber das machen wir natürlich, oder Herr Grabinger? Ja. Was wünschen darf von dir, wünsch ich mir einen Segler aus Papier, gefaltet aus dem Tageszeitungsrest, den du mit den Schwalben fliegen lässt. Wenn ich mir von dir was wünschen kann, dann etwas, das man nicht bezahlen kann. Kieselsteine aus dem Fluss, einen guten Morgenkuss, eine Burg aus Sand, ein Mann aus Schnee, das Glück von vierblättrigem Klee, ein verlassenes Muschelhaus oder einen Wiesenblumenstrauß. Herzenswünsche stehen nun mal in keinem Supermarktregal. Wenn ich mir was wünschen darf von dir, wünsch ich mir einen Segler aus Papier, gefaltet aus dem Tageszeitungsrest, den du mit den Schwalben fliegen lässt. Wenn ich mir von dir was wünschen kann, wünsch ich mir verblühten Löwenzahn, Fallschirme am Straßenrand gepflückt, die mein Atem in die Freiheit schickt. Wenn ich mir von dir was wünschen kann, dann etwas, das man nicht bezahlen kann. Den Duft von frisch gebackenem Brot oder ein Walnussschalenboot, Sommernachts Sternschnuppenglück oder ein Luftgitarrenstück. Für diesen oder jenen Schatz ist heutzutage kaum mehr Platz. Abgetan als Kinderei, doch ich bin so frei. Wenn ich mir was wünschen darf von dir, dann wünsch ich mir einen Segler aus Papier. Da 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 na 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 na. Da 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 da. Was wünschen darf von dir, wünsch ich mir einen Segler aus Papier, gefaltet aus dem Tageszeitungsrest,
den du mit den Schwalben fliegen lässt. Ein Wolkenschiff, das durch die Lüfte tanzt, ist, womit du mich glücklich machen kannst. Ja, wenn ich mir was wünschen darf von dir, dann wünsch ich mir einen Segler aus Papier.